ich komme gerade aus der Schule und bin jetzt hier direkt schon im Stall. Und Julia hat mir netterweise ja schon mal die Stallschuhe gebracht, denn noch habe ich meine Schulsachen an. Und genau, deswegen muss ich mich jetzt gleich hier erstmal schön umziehen. Schön. So, ich ziehe mich jetzt mal eben um. 2000 Jahre später. So, ich bin jetzt fertig. Und jetzt gehen wir mal zu Inka, würde ich sagen. Was ich heute mit der Inka machen werde. Und zwar hat Julia mir die letzten Tage von so richtig coolen Strecken hier erzählt, die sie gefunden hat, die wohl so richtig steil hochgehen sollen und richtig schwierig zum Reiten sein sollen. Also mache ich heute mal so einen kleinen Hardcore-Ausritt mit Inka und bin gespannt, wie wir beide das so meistern, weil ich kenne die Strecken halt noch gar nicht und freue mich schon total darauf. Aber ja, wir haben auch gerade auf Instagram noch ein paar Abstimmungen gemacht und ich würde sagen, die zeige ich euch mal. Zuerst habe ich gefragt, ob ich mit Pad oder mit Sattel reiten soll und 65% ist für Pad, also hat das gewonnen. Und die zweite Umfrage war, ob ich die Mähne offen lassen soll oder flechten soll. Und dadurch, dass ihr für Flechten seid, mache ich das jetzt mal, würde ich sagen. We'll be right back.
die Wiese ruhig runter. Die Wiese. Nee, die Wiese. Challenge ist jetzt hier diesen Steinberg hochreiten. Bin ich Julia hochreiten? Scheiße. Oh mein Gott. Scheiße. Oh mein Gott. Kommst du jetzt hier drauf oder was? Nee, ich will mal ein bisschen von oben, von unten. Ja, ich hoffe, man sieht das auf der Kamera. Inka! Skin, we are young, we feel everything. Yeah, it's starting to begin. Hear the words we were meant to sing. Close my eyes, I feel where we are, where we are. We can run all night till it dawn, till it dawn. We light it. Best Buddies. Oh my God!
geht's jetzt schon wieder nach Hause und Inka war richtig gut. Ist jetzt auch ein bisschen geschwitzt, aber egal, die wird ja gleich wieder trocken sein. Und das letzte war richtig cool, also diesen steilen Berg hoch. Inka wollte auch richtig schnell da hoch. Es hat sich auf jeden Fall mega angefühlt. Und ich bin sehr begeistert von den Strecken, die Julia mir so erzählt hat und jetzt gezeigt hat. Ich hoffe, euch hat das Video hier auch gefallen. Und wenn ja, bis zum nächsten Mal. Tschüss!